Jo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Was geht ab, Leute? Ich bin mir sehr sicher, es wurden wieder sehr, sehr viele coole Maps für mich gebaut. Wir sind nämlich auf dem Timolia-Server in Jump World. Wir haben eine wunderschöne Aussicht, Leute. Eine wunderschöne Aussicht. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, es wurden coole Maps gebaut. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. Let's go, wir legen los. Daumen nach oben, nicht vergessen. Okay, Leute, ich habe eine Map gefunden. Die heißt The Beats Hilf deiner Mutter. Ja gut, wir schauen uns mal an, was so passiert. Okay, wir wurden direkt mal tippet, man sieht nichts. Oh mein Gott, man sieht wirklich gar nichts. Ich muss den Shader, glaube ich, ausstellen. So, extra für euch, damit ihr hier auch was seht. Ausgestellt. Hallo The Beats und andere, ihr müsst The Beats Mutter suchen, denn sie wurde entführt. Oh nein, meine Mutter wurde entführt. Schwimm den Wasserfall hinauf, vielleicht hat der Entführer sie ja den Wasserfall hinaufgezogen. Und das schauen wir natürlich hier nach. Oh mein Gott, Wasserfall hoch. Was ist los, Alter? Wieso meine Mutter? Wieso nicht Dr. Banks Mutter? No front an ihrer Stelle. So, hier hoch. Und da geht's weiter. Steht, oh nein, Blut. Vielleicht ist deine Mutter ja tot. Oh shit. Nein. Fail. Ich hoffe, sie lebt noch für den Entführer. Ansonsten gibt's eine saftige Klatsche. Oh, doch nicht. Es war nur Ketchup. Okay. Es war nur Ketchup. Alles klar. Ih, der Entführer hat den auf Boden. Er hat nicht gerotzt. Das sind Slimeblöcke, da bin ich mir sehr sicher. So, wir jumpen trotzdem mal drauf. Vielleicht ist er doch Rotze. Oh, und zu weit gefallen, JJ. Okay, neuer Versuch. Wir hatten ja zum Glück schon einen Checkpoint erreicht. Jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt hier drauf und jetzt steht hier... Oh, ich kann deine Mutter sehen. Hilf ihr. Wo ist meine Mutter? Ich sehe sie nicht. Ist sie da irgendwo hinten? Hallo, Mama? Mama? Nein, sie ist hier nirgendwo. Okay, das ist, glaube ich, nur ein Fake-Schild. Weil ich sehe sie nicht. Oder ist sie da hinten? Das ist doch nicht... Ich bitte dich. Also... Wenn er jetzt ein Villager... Okay. Aber eine Oh nein! Scheiße, war das Fail. Eine fucking Lohe. Schnell ins Ziel, nur so kannst du deine Mutter retten. Vor der Lohe. Ach doch! Da ist... Oh, okay. Oh, Lohe, stirb. Hallo, Mama. Hallo, ich bin The Beats. Du kennst mich. Ziel! Wunderbar, wir haben es geschafft. War eine lustige Map. Also, ich fand die Schilder ganz okay. War aber so gebaut natürlich relativ schlecht. Trotzdem nice, dankeschön. Übrigens, Leute, ihr könnt mir natürlich immer neue Maps bauen. Ich werde die ab und zu spielen. Außerdem, Leute, das fällt mir gerade ein, folgt mir mal alle auf Instagram. Da poste ich ab und zu auch Real-Life-Bilder und so. Nicht von mir, aber Real-Life-Bilder. Ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Instagram.com/TheBeats. Nächste Map, Leute, die wurde am 21.09. erstellt. Das ist die neueste. Also es wurde lange nichts mehr erstellt, weil ich natürlich auch lange nichts mehr gebracht habe. Das soll die neueste sein. Und die sieht jetzt am Anfang jetzt erst gar nicht mal schlecht aus. Sie heißt Yo Beats, wie geht's? Mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und ja, jetzt die Frage, was muss ich hier machen? Oh, da hinten ist das gebaut. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier finden? Wir sehen ein wunderschönes Örtchen. Und ja, hier mit schönem Wasser. Ja, sieht doch ganz gemütlich aus. Ich muss jetzt nur mal schauen, dass ich hier irgendwie einen Start und ein Ende finde. Ich schätze mal, Start ist dort hinten. Deswegen laufe ich dort einfach mal hin. Ja, wir sind hier und hier ist ein Checkpoint. Wunderbar. So, dann gehen wir hier mal weiter. Und was jetzt kommt, weiß ich ernsthaft gesagt nicht. Ich hoffe, es ist keine Troll-Map, die jetzt einfach nur geladen wurde, also das Äußere. Und, oh! Was? Als ob, als ob. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Mit Troll-Map meinte ich eigentlich was ganz anderes. Und zwar, dass sie einfach gleich vorbei ist. Aber, Alter, das ist schwierig. Alter, ist das schwierig. Wir haben aber auch wirklich nur Schnelligkeit, kein Jump Boost. Oh shit. Deswegen müssen wir erstmal Oh nein. Erstmal jumpen und danach in der Luft uns nach vorne bewegen. Am Moment, wir kommen auch eigentlich so hier weiter, oder? Sieht ein bisschen einfacher. Alter, nein, es ist. Okay, doch einfach ist es schon. Nur trotzdem ist es richtig schwierig. Alter. Okay, sneaken, 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 wie? Sneaken, sneaken, sneaken. Alter, selbst mit sneaken ist es krass schwer. Guckt euch das mal an. Komm. Ja, wir haben es wirklich ins Ziel geschafft. Mit 19 fucking Fails. The Beats Quiz and Jump and Run. Bin ich auch mal gespannt. Quiz hatten wir bis jetzt noch gar nicht, glaube ich. Deswegen, mal schauen. Bei Gemaul. Hey Beats und andere, viel Spaß bei dem Jump and Run. Okay, wir sehen hier, von wem die gemacht wurde. Und hier ist das erste. Oh shit, mit Fragen, wirklich nicht schlecht. Mit wem hat Beats das Format Lucky Loot Battle? Ich habe eigentlich keinen festen Partner, aber ich mache sowas eigentlich immer mit Dr. Banks.
Deswegen, ja, gehen wir hier zu Crafting Pad. Joke. Wir gehen zu Banks. Sollte richtig sein. Nice, richtig. Sehr schön. Wer ist Beats Idol? Okay. Shit, man. Das ist echt, Alter, hier ist ein Fußballplatz gebaut. Erster FC Köln, erkennt man nicht. I know. Okay, ich mag auf jeden Fall Podolski, ja, Shindy natürlich auch, aber ich bin eher so, also ich bin kein Rapper, ne, ich spiele eher Fußball und deswegen ist hier, steht hier richtig korrekt, okay, sehr schön, sehr nice, okay, nächste Frage, wann hat Beats seinen ersten Merch released, oh shit, 23.07.16 oder 22.07.16, ey, das weiß ich echt nicht, da muss ich raten, ich kann mir so ein Datum auf jeden Fall nicht merken, 23. oder 22. Ich weiß es nicht. Ich habe Promo gemacht. Ich habe das Datum irgendwie jede... Oh Mann, ich weiß es nicht. Ich sag mal 22. Nein, ist er falsch. Das gibt's nicht, ist er 23. Ich wusste es halt echt nicht, Leute. Also ein Datum kann ich mir jetzt nicht merken, ehrlich gesagt. Und hier ist ein Beats. Hallo Beats, hier ist ein Ding und... Nice. Ey, sieht cool aus. Checkpoint haben wir uns jetzt gesnackt. Jetzt müssten wir eigentlich da weiter jumpen. Ja, wunderbar. So, jetzt sind wir hier oben. Und jetzt müssen wir, glaube ich, da rüber. Ich mache F1 eigentlich... Oh nein! Jump jetzt hier rüber und dann müssen wir, glaube ich, da hoch, oder? Oder, nee, Quatsch. Ist dann... Kann man da hoch? Oh ja, man kommt hier hoch. Lol, okay, da geht's weiter. Nee, wir wollen nicht spoilern, Leute. Ich... Das wollte ich nicht, Leute. Sorry. Oh nein, den Jump auch nicht gepackt. Wir müssen später auf das Teil aufkommen. Jawohl, genau so. Und jetzt gehen wir hier weiter. Sehr schön. Jump'n'Run-Part gepackt. Es kommt wieder eine neue Frage. Welcher ist Beats-Spruch? Holy Crap oder... What the gosh? Also, holy crap, sagt er Dr. Banks und ich sag eher, what the gosh. Deswegen sollte das richtig sein. Und steht hier irgendwo richtig? Wo ist das Schild mit richtig? Wir sind aber nicht gestorben, deswegen soll es eigentlich richtig sein. Ja, wie alt ist Beats? 16 Jahre oder 17 Jahre? Ich bin, also Stand 14.08.16, ich bin 17 Jahre. Jawohl, wieder richtig. Das ist nicht schlecht. Okay, wie viele Abos hat Beats auf Insta? 15.000 oder 11.5.000? Stand wäre jetzt wieder nicht schlecht, denn... Ich habe mittlerweile schon 17 oder fast 18.000. Deswegen folgt mir alle auf Instagram. Vielleicht können wir die 20.000 demnächst voll machen, Leute. Instagram.com/TheBeats. Zu dem Zeitpunkt, kann ich mir vorstellen, dass es aber 15.000 waren. Ein bisschen mehr. Nein! Okay, schade. Dann waren es doch weniger. Okay, aber auf jeden Fall habe ich jetzt mehr. Deswegen war es ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich wusste nämlich nicht, welches für ein Standpunkt er meinte. Oh mein Gott, wir müssen wieder hier rein. Ich würde sagen, wir jumpen einfach mal direkt hier drauf. Das ist ein bisschen kürzer. So, und jetzt sind wir hier drauf und... Nice, noch ein Jump'n'Run. Mal schnell hier durch, das war nicht so schnell. Und danach sollte wieder eine Frage kommen, deswegen aber erstmal hier drauf, dann hier rüber und dann hier drauf. Und hier jetzt schön Anschwung nehmen, wir müssen nämlich da drauf. Was? Das gibt es nicht. Jetzt aber, hepp. Jawohl, wunderbar. Nicht zu schwache Nerven, Tipp, springen. Sprungkraft, oh mein Gott. Alter, Alter, müssen wir hier rein? Es sieht so aus. Alter, wie cool. Alter, danke fürs Spielen. Danke fürs Spielen. Sehr nice. Made by Daline, Gillian, Michelle. Wunderbar. Bewerten nicht vergessen. Werde ich machen. Es war eine richtig coole Map. Vielen, vielen lieben Dank fürs Machen. Also hat mir richtig gefallen. Auch die Fragen waren cool. Haben alle gestimmt. Sehr nice. Da merkt man auf jeden Fall, dass da wirklich Fans am Werk waren. Und ja, gefällt mir sehr gut. Wo ist The Beats? Das ist der Name der nächsten Map. Wir sind hier gespawnt. Und ja, lesen erstmal durch, was hier so steht. Du bist gerade zu The Beats hoch, doch er ist nicht da und plötzlich siehst du eine Blutspur. Du musst ihr folgen und The Beats finden. Map ist gebaut worden von The Stein und Dragon LP, bla bla bla. Let's go! Ups, mir fällt gerade auf, die Map hatte ich ja schon mal gespielt. Ich Dummerchen. The Beats in der Jump World ist, würde ich sagen, die abschließende Map für heute. Okay, und was passiert hier? Das ist die Frage. Erstmal hier rein und dann hier runter. Wir landen auf einem Checkpoint. Okay. So, und jetzt hier Jump and Run durch. Hoffentlich nicht sterben. Ist schon wieder zu viel des Guten. So, komm Beats, das schaffst du doch. Oh, da, Alter, da kommen ja Ambosse runter. Oh, Alter. Schnell hier durch. Okay, wir sind nicht gestorben. Eigentlich coole Idee, würde ich sagen. Hier labyrinthmäßig, ich sehe nichts. Oh mein Gott. Hä? Wo sind wir? Wo muss ich hin? Hallo? Nochmal hier rein vielleicht? Jawohl. Und wir haben Langsamkeit, Vergiftung und Wither. Okay. Hä?
Was war das denn jetzt für ein Ende? Verstehe ich nicht. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein paar coole Maps gespielt. Falls das so war, Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert meinen Kanal, könnt ihr rechts unten hier unter dem Video machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Zeit. Euer Beats.